Kommen wir nun zum Thema von Dieter Dehm, einem drohenden Weltkrieg. Du sagst, ein Weltkrieg droht bei Biden und Trump, so habe ich sie legiert. Also ein Weltkrieg droht bei Biden und Trump. Ja. Das ist so ein bisschen Wasser in den Wein derer, die jetzt auf einen Wahlsieg von Trump hoffen, weil sie auch in der Genderfrage, weil sie auch genervt sind in vielen anderen Fragen dieses Tatterkreises Biden und seiner Verschärfung des Ukraine-Krieges und seiner Forcierung der Annäherung der NATO an russische Grenzen, was ja dem Ukraine-Krieg vorausgegangen ist, mit der Aufstellung von Überschallraketen, die dann in der Ostukraine schneller Moskau erreichen sollen, um dann natürlich ans russische Gas etc. ranzukommen und möglichst auch dabei Putin zu stürzen, nach was es im März nicht ganz aussieht. Ich will das deswegen sagen, weil das ist zwar auf der einen Seite richtig, deutet aber eine Arbeitsteilung an. Das heißt, die Europäer und besonders die Deutschen sollen jetzt die Militärlasten finanzieren, die in der Ukraine anfallen. Und da merken wir ja, wenn wir die Nachrichten anmachen, auch die ständige Eskalierung in Sprache und in Material. Während auf der anderen Seite sich in Bezug auf den Gaza-Konflikt eine ganz andere Situation entwickelt. Also wir haben gerade eine Konferenz gehabt in Jerusalem, in dem es um die Wiederbesiedelung des Gazas geht. Hier ist frei und offen darüber gesprochen worden, dass eine Massendeportation, nämlich nach Ägypten, zugrunde liegt, um den Gaza zu besiedeln und dann übrigens auch an die Erdölvorkommen vor der Küste vom Gazastreifen ranzukommen, was die Israelis, glaube ich, aphrodisiert, oder die israelische Regierung, nicht die Israelis, aphrodisiert. Das ist ja auch ganz interessant. Kurz nach Kriegsbeginn hat Israel dieses Gemeinschaftsprojekt, was man eigentlich zusammen mit den Palästinensern da aufgelegt hatte, nämlich, ich glaube, Erdgasförderung war das, dann einfach mal annektiert und eingefroren. Mütter und Väter der dort in Geiselhaft gehaltenen, von der Hamas in Geiselhaft gehaltenen, aphrodisiert es natürlich nicht. Der internationale Gerichtshof hat jetzt die Klage zugelassen. Das verschärft natürlich das Klima in den USA. Und jetzt, um auf Trump zu kommen, kann man wirklich sagen, es hat seit Jahrzehnten, ich stütze mich hier auf einen deutsch-polnischen Journalisten, der eigentlich Drehbuchautor und Filmregisseur ist, nämlich Elem Czinski, der das geschrieben hat, keinen überzeugteren Zionisten gegeben als Trump in der führenden Eliten seit Jahrzehnten. Das ist die Gefahr, die sich hier einschleichen kann. Ich sage gleich, also bauen wir nicht wieder einmal wie auf einen Olympstarrende auf die Wahlen in den USA. Es muss Unterstützung auf der Straße geben. Übrigens in den USA ist die Friedensbewegung in der Sache Gaza viel selbstbewusster als in Deutschland, war es Wunder. Also das ist die eigentliche Chance und nicht zu glauben, dass wir jetzt von Trump die ganz großen Segnungen da erwarten können. Er ist in der Ukraine-Frage, das haben wir in den Nachrichten gerade heute wieder gehört, derjenige, der die Militärhilfe kürzt, erwartet dann von den Europäern, dass wir da in die Finanzlücke einspringen. Aber er ist ein Hasser, nebenbei auch von China, vom Iran. Er hat schon deutlich Kriegsankündigungen in Sachen Iran gemacht. Trump hatte ja auch John Bolton zum Sicherheitsberater ernannt, ein Neokon, ein absoluter Kriegstreiber, der schon ganz offen Krieg gegen den Iran angehört hat. Der hat das dann zum Glück nicht umgesetzt. Also der hatte gesagt, noch 2019 werden wir in Teheran feiern. Also das war schon gefährlich. Und Trump ist auch aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen, was eigentlich zu einer verbesserten Beziehung zwischen den USA und dem Iran geführt hätte und was die Region heute sehr viel sicherer gemacht hätte, wenn man daran festgehalten hätte. Aber nein, der Westen wollte keinen Frieden. Der Westen wollte eine konsequent anti-iranische Politik betreiben. Und deswegen ist diese Region unter anderem mittlerweile auch so ein Pulverfass. Die ihresgleichen suchen. Seymour Hersh, den wir ja in anderer Stelle hier immer hochhalten, hat schon vor vielen, vielen Jahren, 2009, aufgedeckt, wie die USA das Nuklearwaffen. Dankeschön für das Abonnement. Arsenal in Israel aufgebaut haben, teilweise mit dem Deuten immer auf die Atomanlagen im Iran, aber dann gleichzeitig in Israel. Und dort ist eine Regierung an der Macht, die nicht zögern würde mit ihrem faschistischen Finanzminister Smotrich, die nicht zögern würde, diesen Krieg sofort auch zu machen. Und die Houthi-Rebellen waren ja fast angesagt, das
ist ja so ähnlich wie bei 9-11. Da war der Krieg gegen Afghanistan, Irak etc. ja schon vorgeplant vor 9-11. Der war ja schon logistisch geplant. Und so ist das jetzt, dass fast wie gerufen diese Bombenanschläge von den Rebellen dort kommen und das dann immer wieder hingestellt wird, auch von Trump, als ein Stellvertreterkrieg gegen den Iran. Also ich kann nur warnen davor, dass man glaubt, da kommt von Trump jetzt der Frieden, der kommt in Sachen Ukraine, das betrifft uns Europäer natürlich direkter. Da ist er wahrscheinlich weitergehend. Ich traue ihm auch zu, dass er diesen Konflikt möglicherweise anders löst als Biden. Da wäre meine Sympathie, aber meine Sympathie ist überhaupt nicht bei der Unterstützung dieser aggressiven israelischen Siedlertruppen, die da wirklich Menschen wie Vieh behandeln oder eben, dass man sagt, also 20.000 oder 30.000 tote Palästinenser, das ist dann eben der Preis der westlichen Freiheit dort. Sondern wir sind auf uns angewiesen, wir sind darauf angewiesen, mit der Friedensbewegung in den USA und anderswo Kontakt zu halten, uns gegenseitig zu stärken, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Gefahr eines dritten Weltkrieges nicht auch von Trump kommen könnte, eben nicht in Sachen Russland, wahrscheinlich nicht in Sachen Russland, aber immer natürlich mit seinem Hass auf China, den hat er ja deutlich immer gemacht, dann auch gegen den Iran. Und das ist auch eine ganz tödliche Falle. Und letzter Satz, die ganzen Bill Gates und Klaus Schwabs und Resets, die haben ja immer zwischen den Teilen stehen. Ich glaube nicht an die ganz große Verschwörung durch so einen Typen wie Klaus Schwab. Man soll das auch nicht überhöhen. Aber es steht immer zwischen den Zeilen, dass ein großer globaler Krieg die Menschheit auf eine überschaubare Größe reduzieren würde. Und die, die das dann überleben, na, das sind ganz bestimmt nicht die Ärmsten auf diesem Planeten. Aber die da. Ja, vor allem Trump, das Argument ist ja nicht, wir müssen jetzt Frieden mit Russland machen, damit wir uns selber gut in der polaren Weltordnung positionieren, sondern das Argument ist, wir müssen jetzt mit Russland Frieden schließen, damit wir auf den eigentlichen großen Krieg gegen China besser vorbereitet sind, dass wir uns auf China konzentrieren können. Also das ist ein strategisches Argument. Das ist keineswegs ein Argument, dass man sich jetzt mit der neuen multipolaren Weltordnung abfindet, sondern das Argument dahin, dass man gegen China noch aggressiver auftritt. Trump hat ja auch nicht ohne Grund den Wirtschaftskrieg gegen China begonnen. Trump hat auch nicht ohne Grund China bei der Taiwan-Frage immer weiter provoziert. Ja, eine Rückfrage. Das droht zwar bei Biden, aber droht bei Trump weniger denn bei Biden der Krieg nach deiner Meinung oder nimmt es sich nicht zum Ende? Also ich sag mal so, ich hätte bestimmt damals nicht Trump unterstützt. Ich war zwischenzeitlich am Schwanken, was ich denn gemacht hätte. Zum Glück geht dieser Kelch ja an mir vorüber, weil ich kein amerikanischer Wähler bin, aber ich habe mit vielen in der Friedensbewegung in den USA Kontakt. Da ist die Tendenz schon eher zu Trump. Ich wollte nur auf die Gefahr hinweisen und Wasser in den Wein gießen, zu glauben, dass von Trump nicht auch die Gefahr eines Weltkrieges ausgehen könnte. Da stimme ich zu, Kevan. Unumschränktes Bejubeln ist ja noch nicht deine Spezialität. Also da ist ihm nur zuzustimmen, Dieter, aus meiner Sicht. Ja, er sagt ja, um es zusammenzufassen, Krieg droht bei beiden. Stimmt ja auch, aber ich will es mal so sagen, ich bin, was das angeht, ein bisschen legerer, weil da versucht man ja auch immer, die Menschen dahingehend kirre zu machen, dass der nächste Atomkrieg kommt und dann sind wir alle, wir sind in dieser Schockstarre. Ich glaube nicht, dass ein Atomkrieg kommen wird, weil jemand auf einen Knopf drückt. Ich glaube an einen Atomkrieg, weil es aus Versehen passiert. Das ist was vollkommen anderes. Irgendjemand dreht durch oder irgendeine Maschinerie, eine KI verselbstständigt sich und dann läuft ein Automatismus an. Ich kann nochmal daran erinnern, dass die Russen ja ein System installiert haben, das nennt sich Dead Hand. Selbst wenn es gar keinen Russen mehr gäbe, dann die letzten Raketen gehen automatisiert aus den Silos und da wird es keine Gewinner geben. Zu Trump muss man sagen, Trump ist ein bisschen wacher noch als Joe Biden. Der Mann weiß ja, glaube ich, gar nicht, das ist eigentlich auch, wie soll ich sagen, ja, Pferden gibt man den Gnadenschuss, da gab mal so einen Film dazu. Also eigentlich ist das nicht in Ordnung, einem so greisen Mann in diesem Amt zu lassen, den morgens immer hochzupäppeln wie so ein Formel 1, nee, so ein Tour de France-Fahrer, letzte Etappe, das geht eigentlich gar nicht. Da sollten eigentlich die Lobbyverbände für alte Menschen sagen, so geht das nicht mehr, lass diesen Mann endlich seine Ruhe haben. Ich glaube, vor allem macht Biden ja nicht selber die Außenpolitik. Also das glaubt doch kein Mensch, dass Biden da jetzt strategische Entscheidungen trifft. Die Außenpolitik ist fest in der Hand von Leuten wie Victoria Nuland. Die bestimmen dann der USA und das sind eben diese extrem aggressiven Neokons, die diesem moralischen Imperialismus vollfahren. Also wir müssen die gesamte Welt unserem amerikanischen Weg unterwerfen. Also deswegen die aggressive Politik gegenüber Russland, gegenüber dem Iran und gegenüber China. Und da sind Leute wie Trump halt etwas realistischer und meinen, okay, wenn wir gegen alle so aggressiv vorgehen, dann übernehmen wir uns. Also sollten wir zu Russland nicht so aggressiv sein, aber China und Iran, die, ja, das sind dann die Feinde, die wir fertig machen müssen.
aber dass ein Donald Trump jemand ist, ist ein eisenharter Taktierer. Und wenn man sagt, ja, der hasst natürlich China und der hasst den Iran, dann hasst er die so lange, bis er gewählt worden ist. Und wenn Iran und China dann, wenn sie doch stehen, ihm ein gutes Geschäft anbieten, aber an dem er verdient, dann ist er plötzlich ein großer Freund. So schätze ich Kennen wir nur eine ganz kleine Unterbrechung. Es war ja Trump, der den iranischen General mit einer Drohne ermordet hat. Da hätte schon auch einen Gegenschlag des Iran erfolgen können. Die Gut. Besonnenheit hat Ja. es verhindert. Also Ja. er ist schon auch einer, ein Dieter. Kandidat für einen zufälligen Weltkrieg und Dieter, einen taktischen Atomschlag. man muss sich davon trennen, dass irgendein amerikanischer Präsident bestimmt, wer sterben wird. Die sind nur diejenigen, die das mitteilen. Ist der militärisch-industrielle Komplex. Den gibt es ja nur einmal und dem ist es egal, welcher Präsident gerade da ist. Weil wenn ein Präsident sich von dem wählen lässt und dann umschwenkt, dann geht es ihm wie JFK, der wird aus mehreren Richtungen von einer Person getötet. So, das lasse ich mal dahingestellt. Ja, so. Das ist bei Trump ziemlich interessant. Die US-Botschaft in der Ukraine, die hat ja jahrelang gegen Trump gearbeitet. Also die hat jahrelang hinter Trumps Rücken das hintertrieben, was er gemacht hat. Also die Behörden in den USA, die sind schon mit gewissen Leuten besetzt. Und selbst wenn da jemand wie Trump mal eine andere Politik machen will, dann kann er das vielleicht gar nicht so einfach. Das hat ja auch Wladimir Putin in seinem Interview mit Tucker Carlson vor kurzem gesagt, dass es hinter dem US-Präsidenten so ein ganzes System gibt, was vielleicht mächtiger ist als dieser Präsident. Das ist natürlich alles Blödsinn, aber die sind ja auch nicht vollkommen bescheuert, denn sie wissen ja, es gibt ja anders als damals Hiroshima, Nagasaki inzwischen mehrere Nationen mit Atomwaffen. Und wenn der zu gewinnen wäre, dann hätten sie den schon längst durchgezogen. Ich habe es immer wieder gesagt, es gab ja damals Operation Dropshot. Bis 1977 hatten die amerikanische Militärs das Ziel, 300 Atombomben auf Russland und dann 29.000 schwere Waffen auf den Rest. Haben sie nicht gemacht, weil sie wussten, da kommt noch was zurück und da bleibt von Amerika nicht viel übrig. Ich sage nur eins, man stelle sich Folgendes vor und ich bin sicher, das ist so eingestellt, zwei Treffer auf La Hague, dann ist Europa nicht mehr bewohnbar. La Hague, da wird der gesamte Atommüll recycelt. Da lagern 90 Tonnen Plutonium. Wenn du da nur einen Treffer hast, ist die Erde unbewohnbar. Das kannst du nicht schützen. Das weiß auch jeder. Deswegen dieses ganze Atomgefasel. Von mir aus kann man die wegtun, weil die kosten nur Geld und es bringt eben nichts. Und wer eine Atomwaffe hat, ist nur sicher, dass er nicht angegriffen wird. Deswegen, wenn Nordkorea eine Atomwaffe haben sollte, ich weiß es ja gar nicht genau, dann können die nicht angegriffen werden. Gut, nochmal zurück zum Iran. Der Iran weiß auch eins. Er ist ja umstellt von amerikanischen Militärbasen. Die Amerikaner haben übrigens auch Pakistan die Atombombe geliefert. Das wissen ja viele nicht. Aber der Iran hat deswegen immer besonders reagiert, weil er natürlich ganz genau weiß, ein Atomkrieg ist nicht zu gewinnen. Und wenn auch in einem konventionellen Krieg würde der Iran eingeäschert werden. Wir brauchen gar keine Atomraketen. Heute haben wir das x-fache Arsenal von Dresden im Schrank. Wir brauchen da gar keine Atomraketen. Es geht nur um die geografische Lage und vor allem auch um die soziale und Ich, Kemmer, wenn ich ethische. eine Info dazugeben kann, die Masse der Bomben, die die Israelis auf den Gazastreifen, auf den kleinen Gazastreifen abgeworfen haben, sind mehr als die beiden Bomben auf Nagasaki und Hiroshima. Ja, obwohl man das nicht vergleichen kann, weil da ging es ja um einen Test gegenüber den Russen, aber ich gebe dir recht, die haben in einer Woche mehr Waffen abgeworfen als Amerikaner während des gesamten Afghanistan-Kriegs. Das ist einfach in einem Wohngebiet, so muss man das eben nennen. Dass die Welt hier so wegguckt, das ist traurig genug, aber ich mache mal kurz einen Seitenschwenk. Was wird denn von Israel übrig bleiben? Meine Prognose ist, ich habe es ja schon vor langer Zeit gesagt, am Ende wird Israel palästinenserfrei sein. So, aber dann ist Israel nicht mehr bewohnbar, weil wer bleibt da eigentlich übrig? Da bleiben üb Leute übrig, die durch den Krieg selbst so deformiert sind, dass dann ein neuer Feind her muss. Den gibt es ja auch schon in Israel. Das ist dann ein Jude mit einer dunklen Hautfarbe. Die sind ja auch nicht willkommen. Und dann der nächste, da ist man nicht jüdisch genug. Also, das heißt, wer glaubt, dass dann Israel ein Land sein wird, wo Friede, Freude, Eierkuchen ist? Nein, da gibt es genügend Verwerfungen, dass die Orthodoxen dann die nicht mögen und die anderen sagen, Israel darf ja gar nicht verkündet werden. Also muss ich mir keine Sorgen machen. Ich finde es sehr, sehr traurig, was aus diesem Land geworden ist. Sehr, sehr bitter. Da ist ja, das hat ja nichts mehr mit dem Kibbutz zu tun. Und das hatte, ich möchte an dieser Stelle an jemanden erinnern, den ich immer wieder feiere, Abi Nathan, der in den 70er Jahren ein Schiff vor Haifa geparkt hat, nämlich The Voice of Peace. Und als Iraner mit jüdischen Roots groß geworden in Bombay, Radioprogramm hat für alle. Deswegen hat er auch gesagt, irgendwo im Mittelmeer hat er gesendet und hat dort alles vorweggenommen, was man an Frieden hätte schon tun können. Der hat sich schon mit Arafat getroffen, der ist nach Ägypten gewohnt, Sadat hat Rosen verteilt, der hat ja irgendwie ist ja verscharrt worden in Tel Aviv, an den möchte man nicht erinnern, weil der hat ja gesagt, Frieden ist möglich, aber Frieden, ich sage es immer wieder, ist eine Kriegserklärung auf den militärisch-industriellen Komplex. Aber zurück zu Donald Trump. Ich glaube, dass heute jeder Präsident einer globalen Macht, da gibt es ja nur drei, an diesem geopolitischen Schachbrett eins erkannt haben wird, ein Atomkrieg ist nicht mehr zu gewinnen. Wir sind heute so voneinander
voneinander abhängig in Lieferketten und auch wie ihr Bodenschätze verteilt worden sind, dass wir uns alle als Superreiche keinen Gefallen damit tun, dass wir die andere Seite abräumen. Das geht gar nicht. Also müssen wir uns eigentlich auf einen anderen Verteilerschlüssel einigen. Und das, was da so gespielt wird, dass wir uns gegenseitig umbringen wollen, soll eigentlich die Bevölkerung in Schach halten. Ich glaube also nicht daran, dass wenn Donald Trump kommt, dass die Weltkriegsgefahr steigt, weil keiner ist so idiotisch, China anzugreifen, weil wenn China angegriffen wird, mischt sich Russland ein. Sobald du den Iran angreifst, wird sich China einmischen. Das kannst du heute alles nicht mehr trennen. Du weißt da nicht mehr, wo die Türkei steht. Plötzlich auch die BRICS-Staaten werden sich neu sondieren. Ich glaube, das kann man alles ganz vom Tisch wischen. Ich glaube, dass sich erst etwas ändern wird, wenn wir als Europäer. So optimistisch bin ich diesbezüglich tatsächlich auch. Also ich glaube auch nicht, dass es zu einem Atomkrieg kommen wird, einfach aus den Gründen, die Kevin gerade erläutert hat, weil daran keiner ein Interesse haben kann, weil er die Vernichtung führt. Sagen, okay, dieses ständige sich entscheiden müssen zwischen Ost und West ist alles Bullshit, weil es geht ja darum, sich zwischen kapitalistischen Systemen zu entscheiden, die ja von der Ungleichheit leben. Wir sollten in Europa bei unserer Geschichte sagen, wollen wir nicht einen dritten Weg gehen? Da sind wir wie bei Olof Palme. Ein dritter Weg, der sagt, hör zu, ein Großteil des Unfriedens auf diesem Planeten hat doch mit sozialer Ungerechtigkeit zu tun, mit der Verteilung von Mitteln. Und wenn wir wirklich etwas ändern wollen, dann dürfen die Reichen ja auch reich bleiben. Es gab ja Steuersätze unter Eisenhower, die lagen bei 97% und die waren trotzdem furchtbar. Bereich. Aber gib doch denen, die im Moment nichts haben und deswegen die Revolution wollen, gib denen doch die Möglichkeit, dass sie nicht nur über die Runden kommen, sondern ein menschenwürdiges Leben führen. Und wenn wir uns darauf einigen könnten, da würde sich nicht so viel ändern. Die Reichen würden reich bleiben, aber die Armen würden nicht krepieren. Da gäbe es auch keine Umsturzgeschichten. Und ich glaube, dass wir in diese Richtung als Europäer argumentieren sollten, egal welcher amerikanische Präsident gerade dort ist. Ich mache mir nur Gedanken, was Joe Biden ja gemacht hat. Joe Biden hat ja jetzt gesagt, kein LNG-Gas mehr nach Europa exportieren. Das ist eine weitere Kriegsansage nach der Sprengung. Und von daher können wir eben auch sehen, dass die ganze Taktik unserer Grünen, also CIA-Regierung, nämlich dass das die Guten sind und wir dürfen uns nicht in Abhängigkeit begeben, dass es ein Schuss in den Ofen war. Was würde ich tun? Ich bestehe auf ein Europa der Vaterländer, wo es wieder mehr nationale Hoheit gibt, wo Brüssel jetzt mal braucht. Ein Brüssel ist ja der Magnet für Korruption, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und wo wir uns vielleicht auch selbstbewusst in Europa an einem Orban orientieren, der sagt dazu, ich möchte das gerne anders haben, ich will auch gehört werden. Und dass wir uns in Europa auf das besinnen, was wir am besten können, nämlich aus den Lehren des Krieges lernen, weil Krieg ist echt eine scheiß Idee. Das hätte uns deswegen auch mit der Ukraine nicht passieren können. Bei Orban sei nicht so optimistisch, kaum hat man dem genug Geld gegeben, hat er sofort seine Vorbehalte gegen die Ukraine-Hilfe fallen gelassen. Ja, ist alles super. Ich kann nur sagen, wir brauchen überall direkte Demokratie. Da sind wir wieder dabei, dass wir das brauchen. Wir auch nicht. Aber ich konzentriere mich nicht mehr auf den amerikanischen Wahlkampf, weil Amerika, ich sage es immer wieder, ist ein Einparteiensystem mit zwei rechten Flügeln. Und wenn du nicht mindestens eine Milliarde mitbringst als kleiner Steuerzahler, kannst du eh nicht mitspielen beim Wahlkampf. Von daher ist das alles Plutokratie und Irrsinn. Nennt sich natürlich dann Philanthropen. Mit denen kommen ja die Truppenkrankheiten. Dieser kleine Seitenhieb sei erlaubt. Nein, ich konzentriere mich auf diesen Blödsinn nicht mehr. Es ist einfach nur noch, wie Frank Zappa das gesagt hat, Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie und da der militärisch-industrielle Komplex in den Vereinigten Staaten doch einen Großteil des Budgets ausmacht, dieses Land geht unter. Wenn man es aber ändern möchte, dann können das nur die Amerikaner selbst. Wir sollten uns als Europäer auf das konzentrieren, was wir können, Europa, was anderes nicht. Und dort allen anderen Systemen zeigen, wir wollen weder diesen amerikanischen Kapitalismus, wir wollen auch keinen chinesischen Kapitalismus, wir wollen eine europäische Lebensweise, die sagt, hör zu, es muss sehr viele unterschiedliche Farben geben und wir wollen vor allem soziale Gerechtigkeit, weil das ist die Basis für Frieden. Und darüber sollten wir reden und wir sollten uns nicht gegenseitig bedrohen oder wie das im deutschen Wahlkampf eben ist, indem man sagt, AfDler töten, da können wir bei uns selber anfangen. Ich muss da nicht nach Amerika gucken. Wir alle haben uns in irgendwelche Lager zurückgezogen und wissen genau, wie die Bösen sind. Und da müssen wir uns selbst die Frage stellen, was mit uns eigentlich passiert ist, dass wir einen Feind brauchen. Und da setze ich bei mir eben an. Ich brauche den eben nicht. Ich muss auf die andere Seite zugehen, mit dir reden, auch wenn es eine Arschgeige ist. Aber es reicht, wenn ich da in Europa bleibe. Übersee kann mir insofern egal sein, indem ich einfach sage, hör zu, Freunde, eure lustige Energieversorgung und eure Abhängigkeit, die ihr da mit uns produziert habt, ich mache jetzt mal Schluss. Wir brauchen ein neues deutsches Selbstbewusstsein, sagen dazu. Das machen wir nicht so, wie ihr das von uns wollt, weil wenn wir es nicht machen, werden wir in den nächsten Krieg verwickeln, in den nächsten Wirtschaftskrieg, in dem wir uns ja schon befinden. Und da wünsche ich mir einen Regierungswechsel, wo deutsche Politiker einfach sagen, es ist nicht im deutschen Interesse, zwischen zwei... Zu wem? Zu wem? Zu sich selber. Zu sich selber.
es ist nicht im deutschen Interesse, innerhalb Europas sich zwischen zwei Rivalisierenden aufreiben zu lassen, weil wir sind Kampfzone. So. Und das sollten wir nach oben halten. Da kann man sich ja vielleicht ein bisschen an der etwas längeren Geschichte der Schweizer Demokratie bewegen. Da ist auch nicht alles super, sagen zu. Wir machen da schlichtweg nicht mehr mit. Das würde ich mir wünschen. So. Deswegen ist mir der nächste amerikanische Präsident egal, weil auch wenn es wieder mal ein Barack Obama werden würde, das war ja das größte Täuschungsmanöver ever, von denen ist nichts anderes zu erwarten als Politik im Sinne amerikanischer Interessen. Und das sind einfach keine Deutschen. So sehr ich den Wunsch teile, Kevan, so ein kleines bisschen Optimismus oder der Widerspruch gegen Dieter habe ich dann doch. Ich glaube schon, dass der Abgang von Biden in jedem Falle besser ist, ob da Trump kommt oder irgendein anderer. Insofern doch eine kleine Verbesserung bleibt. Am langen Ende hast du sicherlich völlig recht. Nur in den letzten paar hundert Jahren, wenn nicht tausend, hat Europa nicht gezeigt, dass es etwas Besseres auf die Beine stellen kann, sondern ist eigentlich noch grundsätzlich betrachtet vielmehr die Wurzel des Übels, das wir in Amerika zu besichtigen haben. Aber die Hoffnung bleibt und stirbt bekanntlich zuletzt. Vielleicht wird sie am Ende auch noch belohnt. Für diese Woche auf jeden Fall war es das. Wir halten fest, dass rechts von der AfD Graf Stauffenberg mit seinen Grünen sitzt. Ja, das war Nachschlag. Ich würde tatsächlich sagen, ja, so eine richtige Schlagzeile der Woche war ja eigentlich nichts davon. Also mir ist das letzte Thema, neuen Krieg verhindern, dass wir Europäer endlich eine eigenständige Außenpolitik machen, dass wir eine eigenständige Position haben, dass wir soziale Gerechtigkeit schaffen, ist mir tatsächlich am wichtigsten. Also schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für die Schlagzeile der Woche hieltet. Wie gesagt, ich tendiere eher zum letzten. Die anderen beiden Themen waren auch gut. Also war wieder eine gute Sendung Nachschlag. Und ja, ich glaube, wir werden, wenn euch das gefällt, auf noch weitere Folgen von dieser Talkshow hier reagieren. Einfach weil die Talkshows, die man im Öffentlich-Rechtlichen besichtigen kann, weil es da keine Debatte mehr gibt. Also letztens so eine Sendung, ich weiß nicht, war das Maybrit Illner oder so, wieder nur Leute, die alle die gleiche Meinung hatten. Also wieder alles nur die gleichen Kriegstreiber, keiner mit einer abweichenden Position. Das ist hier tatsächlich mal anders.